Also Andreas Kopp hat seit 2016 im August betreibt er das FabLab in der Audin Erfindergarten. Und er hat was ganz Spannendes gemacht im letzten Jahr. Er hat nämlich die Fab Academy absolviert. Und das ist ein Ausbildungsprogramm des FabLab-Netzwerks. Und was das eigentlich ist und was, wie man das machen kann und was man dann ist oder kann oder wird, das wird er uns jetzt erzählen. Okay, vielen Dank. Servus. Zwei Leute da, okay, drei, vier. Okay. Hallo erstmal. Es ist jetzt so spät hier, aber vielleicht sind ein paar Leute da, die es interessiert. Das sind meine Kontaktdaten hier. Wenn ihr Fragen habt, die ich nicht erklären kann, kommt's zum Erfindergarten jeden Mittwoch um 19.30 Uhr. Könnt ihr vorbeigucken oder einfach, wenn jemand da ist, könnt ihr auch jederzeit reinkommen. Facebook bin ich am aktivsten, Twitter nicht so sehr mehr. Meine E-Mail-Adresse ist irgendwas@erfindergarten.de. Das kommt alles bei mir an. Kannst du was aussuchen? Okay. Ich habe hier so eine neue Strategie. Also erstmal, aber das wissen wahrscheinlich die meisten schon, was ein FabLab ist. Oder wer weiß nicht, was ein FabLab ist? Oder er denkt es zu wissen. Weißt du das? Ja? Weiß nicht. Okay. Also da gibt's also viele Ansichten. Also meine Ansicht ist einfach, das ist einfach ein erfundener Name für eine Anordnung oder eine Zusammenkunft von Menschen, die zufälligerweise dann an Maschinen arbeiten. Das könnte aber auch ein Hackerspace sein. Der Mitch Altman, der vorhin hier war, der spricht auch mal von Hackerspaces. Für mich ist alles das Gleiche irgendwie. FabLab, da geht es ein bisschen mehr, weil der Ideengeber, der Neil Gershenfield, eben von einer Hochschule kommt, vom MIT, ist es halt alles sehr maschinenlastig und technisch, weil das ein Physiker ist. Deswegen stehen die auch so hier. Das ist so die Erklärung hier. Es gibt verschiedene Formen. Es gibt FabLabs ja in Vereinen, es gibt FabLabs in Universitäten, es gibt FabLabs in Schulen oder in Firmen. Mein FabLab ist eigentlich ist eher so Richtung Verein, obwohl wir kein Verein sind, sind eine Community. Und wir wie hier auch, ganz viele Maker, manche sind dann schon Firmen geworden, wir basteln einfach noch so und haben, unser Fokus sind speziell Kinder. Und wir basteln mit Kindern. Das ist halt unser Fokus. Gehen wir zurück hier. Und zwar, genau, also wichtig natürlich, FabLab, und nicht vergessen, die gleichen Maschinen sollten da sein. Es gibt zum Beispiel hier FabLab Nürnberg und FabLab München. Wenn es nach Neil Gershenfield gehen würde, würde man sagen, ja, dem fehlt die große Fräse. Dem fehlt die PCB-Fräse zum Beispiel. Oder? Ja, aber das ist eigentlich nicht so wichtig, weil es geht um Basteln. Ob man jetzt die große Fräse hat oder nicht, darum geht es eigentlich nicht unbedingt, finde ich. Wichtigste ist, was der Mitch auch vorhin gesagt hat, ist das Miteinander, die Community. Für mich ist ein FabLab die Community, was daraus entsteht. Es gibt ganz viele Ansätze dann jetzt von Firmen oder von Hochschulen, einen Maschinenpark aufzustellen. Und dann stehen da Maschinen, finanziert vom Steuerzahler, meistens auch noch, aber da ist keine Community dahinter. Das geht natürlich auch nicht. Zu viel Maschine klappt auch nicht. Also man braucht unbedingt die Leute, die Maschine betreiben. Und deswegen finde ich halt, die Fab Academy ist so eine Möglichkeit, die Leute dazu auszubilden, ein bisschen wirklich die Familie, die Maschinen komplett auszureizen. Weil sonst, meine Erfahrung vom FabLab München ist, dass dann teilweise die Leute nicht die Erfahrung haben, die wirklich komplett auszureizen. Die Idee ist eben von der Fab Academy, dass dieses Wissen vom MIT, die ein FabLab haben, das 40 Millionen kostet, die alles haben, runterzubrechen auf FabLabs in der ganzen Welt. Und jetzt erzähle ich mal ein bisschen, wie das aufgebaut ist. Genau. Ich habe die Fab Academy gemacht in Barcelona und in meiner Küche. Und das ist meine Webseite. Da seht ihr mich hier. Und danach habe ich eine kleine Weltreise gemacht. Und mein
Endprojekt war dann ein Skateboard. Leider fehlt der Controller da vorne drauf, der das Ganze smart macht. Das sollte ein Geschwindigkeitszähler sein. Also man kann dann sehen, wie schnell man skatet. Und die Fab Academy ist so aufgebaut, das sieht man hier unter der Kursstruktur. Ich hoffe, dass ein paar Leute vielleicht wirklich da Interesse haben, das selbst zu machen. Es ist auf jeden Fall anstrengend. Es sind 5 intensive Monate, wo man jede Woche eine Aufgabe gestellt bekommt. Erste Woche ist zum Beispiel Digital Fabrication, Principles and Practices. Das ist eigentlich die einfachste Woche. Da, für jemanden, der noch nie was mit Git zu tun hatte, ist das schon eine wahnsinnig schwierige Woche. Der Josef hinten, der hier hinten sitzt, ist dieses Jahr mein Schüler. Er hat mir letztes Jahr Git beigebracht zum Beispiel, sonst hätte ich das nicht verstanden. Da geht's schon mal los. Zweite Woche ist, da lernt man 3D-Design. Das war für mich auch komplett neu. Ich habe das wirklich gemacht, weil ich wusste, ich habe noch nie was mit einen wirklichen Controller selbst geflasht. Ich habe einen Arduino verwendet, aber wirklich diesen Chip selbst zu flashen, habe ich erst in der Fab Academy gemacht. Das Board ist zum Beispiel auch, wie denkt ihr, habe ich das Board gemacht? Zauber? Hast du vielleicht eine Ahnung? Keine Ahnung. Keine Ahnung, okay. Hast du vielleicht eine Ahnung, wie ich das gemacht habe? Gedruckt? Nein, nein. Das ist auch so, man muss nicht alles drucken im FabLab. Man muss nicht alles drucken, man kann auch andere Techniken. Also ich verrate es mal, das habe ich, erst habe ich etwas ausgefräst, eine Form, habe das dann, das Board da draufgelegt, das sind mehrere Lagen, das sind 2 Lagen Bambus und 3 Lagen Jute. Und dann habe ich ganz viel Kleber, Resin, drauf gemacht und dann gepresst. Und so wurde das zu einem Verbundstoff und wird ganz fest. Sonst wahrscheinlich wäre das nicht so fest. Und es ist auch so eine Technik, die man hier leider nicht so viel sieht, die aber fast schneller gehen würde, viel schneller gehen würde, als das zu drucken und sogar zu Lasern zu cutten. Das zum Beispiel ist, dann lernt man diese Woche in der Fab Academy, das muss der Josef, mein Schüler, diese Woche noch machen. Und es wäre eben hier in der Woche, wo haben wir es denn? Embedded 13. Woche 13. Und am Ende dieser 15 Wochen muss man auch noch ein finales Projekt machen. Man kann natürlich auch das finale Projekt in den ganzen Wochen machen. Das wäre natürlich auch möglich. Der normale Ablauf ist immer folgender. Mittwoch, 15 Uhr, gibt es eine Vorlesung. Das ist per Videokonferenz. Das am besten sieht dann immer so aus. Ich mache jetzt wirklich mal Neil Gershenfield-Style-Präsentation. Das sieht auch immer nur so aus. Eine Liste und er erzählt dann verschiedene Anekdoten und Dinge über diese bestimmte Woche. Das wäre jetzt über die Woche Composites. Und die Aufgabe dieser Woche ist dann eben hier unten gestellt. Erstmal ein Manual lesen, also die Verpackungsbeilage von einem Resin, also von einem, was heißt Resin auf Deutsch? Ein Harz, genau, weil das ist nicht ganz das kann man nicht essen. Und dann einen Mold, also eine Form designen und es sollte auch nicht ganz nett, sollte ein bisschen größer sein und dann sollte man das eben wie ich hier in einem Composites-Part produzieren. Genau hier. Und dann nächste Woche wäre dann eben ein Review von diesem Projekt und das Schöne ist, es geht dann um die ganze Welt. Also es nehmen dieses Jahr 80 wahrscheinlich stimmt es nicht, oder 72, aber es sind 80 Fab Labs weltweit, die da teilnehmen, ungefähr 200 Studenten. Und das Schöne ist, wenn man sitzt dann dort in diese 1,5 Stunden und man sieht wirklich in einer 1,5 Stunden weltweit Leute, die an dem gleichen Projekt arbeiten.
Also dann, es geht dann irgendwie nach Norwegen, es geht nach Indien, es geht nach Portugal und es sind alles Orte, weil ich gerne reise, die ich auch mal sehen will. Also für mich war auch das Fabrik die Möglichkeit mal die Leute zu connecten. Und jetzt sitzen da hinten wir, der Ferdi, habe ich auch nur, das ist mein Ausbilder vom letzten Jahr, sitzt hier hinten, den habe ich darüber kennengelernt und also wenn wirklich begeisterter Weltenbummler ist es aber eine Möglichkeit, überall Couches sich zu sichern. In Barcelona waren letztes Jahr über 20 Studenten und die kamen halt aus ganz Europa dorthin. Barcelona ist so das eine der ersten, ich glaube das erste Fabblab wahrscheinlich in Spanien wahrscheinlich. Ich glaube es in München, in Deutschland war das erste Fabblab in Aachen und da kommen halt jedes Jahr über 20 Studenten aus. Wir hatten zum Beispiel eine Mexikanerin, zwei Spanier, eine Griechin, eine Türkin, einen Maltesen, eine Amerikanerin, zwei Italiener, einen Franzosen, einen Isländer, zwei Deutsche, vielleicht eine, ich vergesse immer, aus Jordanien oder aus, also auf jeden Fall überall her, die aber auch teilweise dann ihre eigenen, ein Portugiesen natürlich, ihre eigenen Labs aufgemacht haben, als sie dann zurückgegangen sind in ihre Heimat. Dann erzähle ich euch noch kurz, für wen es eigentlich ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für euch, damit es mal, was ich mir vorstelle, weil ich möchte nächstes Jahr nochmal mit mehr Studenten im Erfindergarten eine Fab Academy machen. Und da habe ich mal überlegt, für wen es eigentlich genau wäre. Also natürlich, die meisten Projekte, die man hier sieht, haben sich natürlich auf ein Ding fokussiert. Die Fab Academy ist etwas für jemanden, der gerne alles weiß. Ich bin eher ein Generalist und ich finde es halt sehr interessant, mal über alle Techniken, die man eigentlich lernen kann, einen Überblick zu bekommen. Für so einen ist das Perfekte. Andere sagen, die brauche ich nicht. Ich habe alle Informationen, gucke ich mir im Internet an, brauche ich nicht. Studenten. Ganz viele Universitäten haben das jetzt gemacht. Natürlich, wie vorher, es gibt viele Fab Academies Ausrichter, die sind Universitäten. Haben einen großen Vorteil. Die haben da einen bezahlten Mann angestellt. Für die ist es einfach, eine Fab Academy auszurichten. Können am Anfang helfen bei der Finanzierung etc. Im Kamlimford zahlen die Studenten zum Beispiel kein Geld. Kamlimford ist das zweite Fablab, mein Betreuer auch. Die sind in der Nähe von Duisburg. Die haben 400.000 Euro bekommen vom Nordrhein-Westfalen. Die haben also ein wirklich schönes Laptop. Da haben wir zum Beispiel den Tisch gemacht, den ihr bei uns am Erfindergarten-Stand seht. Dann natürlich auch ambitionierte Maker, wie ich. Leute, die ihre Karriere verändern wollen. Die sagen, ich brauche irgend so einen Nachweis, dass ich das alles kann. Deswegen ist es auch sehr gut kontrolliert, dass man wirklich, wenn man das fertig gemacht hat, auch bestimmte Dinge kann. Genau. Genau. Viele natürlich, die wollen ein neues Fab aufmachen. Jeder will mittlerweile ein neues Fab aufmachen. Du im Wald. Der Rolf will eins im Wald aufmachen zum Beispiel oder ist dabei. Der Josef will auch ein neues aufmachen auf dem Land. Genau. Und natürlich auch Leute, die sagen, ich möchte ein Projekt machen, kommen aber nie dazu. Zeitgründe. Es geht ja uns allen so, wenn wir uns nicht fokussieren, dann schaffen wir das nicht. Dann kommen tausend Dinge dazwischen. Das Schöne ist halt, durch so ein Ausbildungsprogramm, der Mitch sagt wieder Education, brauchen wir nicht. Aber das Schöne durch ein Ausbildungsprogramm ist natürlich, da hat man einen Fokus für 6 Monate und man fokussiert sich mal auf ein Ding. Sowas brauche ich zum Beispiel. Ich brauche so einen Fokus, wo ich sage, okay, dass dann ich nehme mir das vor und dann bin ich da jede Woche da und arbeite dran. Man könnte sagen, ich möchte das geilste finale Projekt machen und in diesen 6 Monate nehme ich mir Zeit dafür und baue das Schritt für Schritt auf. Und das könnte man zum Beispiel auch sich sponsern lassen von einer Firma. Und dann kommen wir gleich noch zu dem wichtigsten Punkt eben, was ich in Deutschland immer sofort höre, das ist ja so teuer. Das, jedes Mal, wenn ich mit dem Fablab irgendwo anders rede, sagen die gleich, das kostet ja 5.000 Euro. Mitch hat gesagt, das kostet 13.000 Euro. Also wer es nicht zahlen will, der muss es auch nicht zahlen. Also das kostet eigentlich gar nichts. Das ist Open Source. Jedes Fablab sollte eigentlich alles, was es macht, auch Open Source zur Verfügung stellen. Und so auch hier. Alle
Video-Lectures, alle Studentenseiten. Alle Studentenseiten sind alle online. Alle Software-Design, alle Design-Style, aller Code ist alles online. Also wenn ihr das einfach nachmachen möchtet, könnt ihr einfach mitmachen. Einfach guckt es euch einfach an, wann es online ist. Zahlt ihr keinen Cent, außer die Materialien natürlich, die ihr braucht. Ich habe sogar auf iTunes geladen und auf Soundcloud für die Leute, die es einfach sich anhören wollen. Könnt ihr euch einfach mal das anhören, 1,5 Stunden mal schauen, wie so eine Lecture aufgebaut. Einfach Soundcloud Fab Academy eingeben und hört es einfach an. Das habe ich mir gedacht, das ist interessant für Leute, die mal, die es nicht machen wollen dieses Jahr und nächstes Jahr aber einfach mal kurz mal reinhören wollen, was es überhaupt ist, wie das aufgebaut ist. Wenn man es jetzt dann wirklich das mit Diplom haben möchte, dann ist das die Kostenstruktur. Es geht $2,500. Das Coole ist, das kann man auch sagen, man zahlt in Dollar und nicht in Euro. Wir haben gleich gesagt, wir zahlen in Dollar, wegen dem Umrechnungskurs. 2,5 geht an die Fab Foundation. Die haben dort Mitarbeiter, die managen das ein bisschen, Sekretärin, die am Ende dieses 5-Monate-Zyklus wird eine Konferenz ausgerichtet. Dafür geht es mal das Geld. Die anderen 2,5 gehen an das Lab. Das hat, wie das hier sieht, aufgeteilt in Faculty. Also wenn ich helfen würde oder der Josef nächstes Jahr, dass wir da ein bisschen was davon haben. Natürlich auch die Materialkosten gehen da ein bisschen rein. Genau. Und ich denke, das ist noch, was ich nächstes Jahr noch ein bisschen mehr machen möchte, ist, den, wir hatten zum Beispiel einen Bewerber aus Wien, genau, der, bei dem es eben gescheitert ist, weil er kein Geld, genügend Geld hatte. Und das möchte ich nächstes Jahr noch verbessern, dass ich eben helfe mit einer Idee, dass ich sage, er hat eine Idee und versuche die Idee so zu strukturieren, dass man da vorher Geld einsammelt. Das kann Unternehmen sein, das sagt, ah cool, das Ding will ich haben, für die 500 gebe ich dem das Geld für die Fab Academy und dass er ein bisschen davon leben kann zum Beispiel. Sowas kann ich mir vorstellen. Was ich auch machen möchte, ist, dass man es monatlich zahlen kann. Das machen die zum Beispiel auch in Peru. In Peru machen die eine monatliche Zahlung, weil 5.000 Euro auf einmal ist wirklich viel für die meisten Leute, dass man es auf monatliche Raten aufteilt. Genau, und natürlich, es kann natürlich auch sein, dass eine Universität sagt, ja cool, ich stelle da einen Mitarbeiter ab und zahle denen, dass er die macht, dass wir dieses Wissen vielleicht auch bei uns haben und dann auch nächstes Jahr die Fab Academy machen. Das natürlich kann auch passieren. Regierung, ja, wir müssen mehr, ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, aber es wäre cool, wenn wir mehr noch Unterstützung bekommen würden von Land Bayern, Stadt München für so ein Ausbildungsprogramm. Es muss nicht alles in die Universitäten gehen. Ich finde, da geht eh zu viel Geld rein und ich habe in diesen 6 Monaten mehr gelernt, was ich jetzt anwenden kann, als in den 7 Jahren an der Technischen Universität München, die Millionen über Millionen Geld bekommen und keine Ahnung, am Ende machen die Leute eh dann ein FabLab auf oder basteln irgendwas. Da hoffe ich, dass wir ein bisschen mehr noch, da müssen wir noch mehr die Wärmetrommel rühren und auch Geld zu bekommen. Genau. Wie viel Zeit habe ich noch? Weißt du was? Ich bin gleich fertig. Okay. Genau. Ja, das ist noch ganz wichtig. Also es Zeitinvestment. Das wollte ich nochmal erwähnen. Also es ist schon, man sollte schon wirklich Zeit einplanen dafür. 15 bis 20 Stunden, deshalb macht ein bisschen weniger, aber das ist ja wirklich eine persönliche Sache. Du holst so viel raus, wie du reinsteckst. Wenn du zum Beispiel dir wirklich anschauen möchtest, was wirklich Open Source ist, dann musst du wirklich ein paar Projekte anschauen, das durchlesen und schauen, was für eine Lizenz macht überhaupt Arduino? Was heißt es überhaupt? Und da musst du dich wirklich, habe ich mich ja dann 2 Tage hingesetzt, alles durchgelesen, mal verglichen, was für eine Lizenz macht jetzt der, was macht der, um wirklich mal tief eintauchen. Genau, hier eben, das ist eben die Woche, was du machen musst. Eben von Mittwoch ist wirklich die Pflicht, dass du da bist. Montag gibt es immer noch eine ganz coole Recitation, also das heißt eine, ein,
ein Vortrag. Also letztes Jahr war zum Beispiel Massimo Banzi mal eine Woche da. Dann war nächste Woche war dann der SolidWorks Chef da. Daniel Gersch hatte auch wirklich ein Netzwerk, was natürlich schon super ist. Ne? Dieses Jahr war es zum Beispiel der OnShape, die OnShape Entwickler, der übrigens auch der SolidWorks Entwickler war, da und erzählt mal so ein bisschen über OnShape und sowas. Oder eine Woche geht es um die Bio Academy. Also es gibt auch einen Spin-off, wo es dann um Bio geht. Und natürlich wichtig, Wochenprojekt und Dokumentation. Neil sagt immer, du musst gleich dokumentieren beim Machen. Ich habe es auch noch nie geschafft. Also da bin ich immer noch dabei. Aber das wäre das Ideal, dass man gleich, während man etwas Cooles macht, gleich Tweets postet, dokumentiert, das schon auf GitHub hat, Fotos hat, dann spart man sich die, weil oft hat man ja coole Projekte und tut es dann Ewigkeiten nicht dokumentieren, weil nur wenn man es dokumentiert hat, in einem coolen Format und anderen teilt, dann ist es wirklich ein Projekt, wo man sagt, okay, cool, darauf kann man aufbauen und können andere davon profitieren. Und das ist was du die Woche eigentlich machen musst. Und die Idee ist eben auch, dass du in einer Woche schaffst, so ein kleines Projekt fertig zu machen und das auch weiterführst in deinem zukünftigen Maker-Leben. Genau, eigentlich haben wir dann schon fast alles durch. Ah, genau. Das wäre nächstes Jahr im Fab Academy im Erfindergarten. Ich plane eben, das wieder zu machen. Und bei uns habt ihr ein kleines Lab. Es ist keine Universität, aber wir haben trotzdem alle Maschinen dann, hoffe ich. Wir haben eine kleine PCB-Fräse, Lasercutter, große Fräse. Da arbeiten wir dran. Also ein ganz neues Projekt ist, wir wollen einen Container im Viehhof mieten. Das ist da hinten. Ich weiß das Schlachthofviertel, ich weiß gar nicht, das Stadtteil, und dort halt die große Fräse reinstellen, um dem dort auch Möbel machen zu können. Persönliche Betreuung habt ihr auf jeden Fall, eine nette Community und Fokus Kinder. Also wenn irgendjemand dann Kinder, also irgendwie was basteln will, was irgendwie unserer Community zugutekommt, wäre natürlich super. Also da hoffe ich, dass ich nächstes Jahr 2, 3 coole Leute begeistern kann, die dann eben bei uns das machen. Und Betreuung wäre praktisch ich und der Josef, vielleicht der Ferdi auch noch, wenn er noch da ist. Überleg mal, letztes Jahr in Barcelona waren es, wie viel Stern? 20 oder 25? 20. Und zwei Betreuer. Ferdi und noch einer. Und hier hättet ihr 3, wahrscheinlich 3 Sterne. Das wäre eigentlich die weltweit beste Betreuung. genau. Ja, ich glaube nicht. Barcelona natürlich gibt's Strand und die machen das schon 10 Jahre. Wenn wir in 10 Jahren haben wir auch 20 Leute. Aber es wäre auch zu viel. Ich hoffe so auf 3 Leute, 2 Leute wäre schon super. Weil sonst natürlich verlieren wir den Fokus. Ich finde das wichtig, aber man darf den Fokus nicht verlieren. Wenn man nur Fabricate macht, dann verliert man den Fokus auf sein eigenes Lab. Man muss irgendwie gucken und schauen. Fabricate ist für mich so der Zugang zur Welt. Man holt sich das coole neue Wissen und schaut mal, was es Neues gibt. Aber natürlich, der Fokus sollte schon hier in München sein. Das waren noch die Links, die ihr euch dann vielleicht nochmal aufschreibt. Fabacademy.org, da findet ihr eigentlich alles. Ja gut, jetzt hier gerade kein Internet. Und erfindergarten.de natürlich. Das geht nicht. Ich habe hier vergessen, org anzugeben. Und die Academy, also wen Fab nicht interessiert, es gibt mittlerweile auch andere Ableger, das sind alles Absolventen aus der Fab Academy, es gibt jetzt hier Bio, da geht es alles um synthetische Biologie, kann man machen, ist ähnlich aufgebaut, aber es ist anders aufgebaut. Fab Academy ist der Neil, gleichzeitig der Professor, der Strukturgeber und Vortragende. In der Fab Academy gibt's einen, der macht die Struktur, und dann gibt's verschiedene Professoren, die eben dann die Vorlesungen halten. Und er hat auch gesagt, dass er nicht mehr dann in Zukunft dann der sei, der alles kontrolliert, sondern dass es dann einfach auch Leute gibt, die das. Das ist jetzt noch sehr top down, aber in Zukunft, er sagt, dann geht er ein bisschen zurück und lässt die anderen dann machen. Und eben für
Leute, die Textilien cool finden, es gibt eine Textile Academy und das verstehe ich nicht unbedingt so sehr hier. How to make almost, eigentlich ist so ein ganz berühmter Künstler, Olafur Eliasson, der hat diesmal auch zwei Vorlesungen gehalten. Da soll es um why to make almost anything gehen. Genau, es sollte doch was sein, wo es nur über Maschinen geht, aber da bin ich auch nicht ganz involviert. Was war es eigentlich? Ah ja, zwei coole Projekte wollte ich euch noch zeigen, dann bin ich fertig. Bin ich schon zu viel lang? Okay, gut. Hier diese zwei Projekte zeige ich euch noch. Genau. Wo haben wir es denn hier? Genau, also diese Webseite finde ich sehr interessant. Das ist ein Fab Academy Absolvent, der hat nach der Fab Academy 2 Jahre eine Weltreise gemacht. Gibt es auch einen Film, wenn ihr nach ihm sucht, was er gemacht hat. Und der ist jetzt dabei, in Norwegen Pläne für Maschinen zu entwickeln, die man wirklich im FabLab alle nachmachen kann. Also die große Fräse wirklich aus Aluminium rausfräsen. Finde ich sehr interessant. Die anderen waren Aqua Pioneers. Wenn ich die Links eigentlich da habe, frag mich nachher nochmal, sag ich Aqua Pioneers und der Daniele mit seinen Drohnen, das sind die drei, die ich am coolsten fand. Sonst ist irgendwie alles so richtig untergegangen, weil es gibt jedes Jahr 200 Studenten und nur ein paar Leute schaffen es wirklich da ins Gedächtnis rein. Okay, vielen Dank. Super, danke Andreas. Hast du uns ja jetzt Laune gemacht, sofort nochmal in die Schule zu gehen. Ja.